Hallihallo Freunde der Bildbearbeitung, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute habe ich drei coole Tipps für dich, drei einfache, schnelle Tipps für Moody Pictures. Ja, das Thema Moody Pictures ist ja nicht erst seit Instagram so ein richtiger Hype, ja, sondern auch vorher war es schon in Werbungen zu finden und so weiter. Also dieses Stimmungsvolle, ich blende hier auch nebenbei immer so ein paar Bilder mit ein, mit Nebel, mit düsterer Stimmung und so weiter. Das hat in den letzten, ja, Monaten und Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Früher waren es oft so, ja, die klassischen kitschigen Sonnenuntergänge und viel Kontrast und Helligkeiten und Wärme und so weiter. Und jetzt sind es oft eben auch diese regnerischen Bilder, die eben so die Stimmung richtig gut transportieren. Und da gibt es einfache Tipps, gerade bei der Bildbearbeitung, wie du hier nochmal das Maximum aus den Bildern an Stimmung, an Mood, ja, herausholen kannst. Und die zeige ich dir heute einfach mal. Wir gehen direkt auf den Rechner. Und ich starte hier mal durch. Ich habe hier ein Bild. Ich habe das in Neuseeland an der, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Küste das war, irgendwo aufgenommen. Und hier kann ich dir das eben super gut zeigen. Fangen wir mal mit den Grundeinstellungen an. Hier gibt es ein paar Sachen zu beachten. Und das könnte jetzt noch gar nicht zu den drei Tipps dazu sein. Das ist mal so was Grundlegendes. Du musst dir mal überlegen, wenn du so ein Bild entwickelst, was löst es denn unterbewusst bei deinem Konsumenten aus? Wenn jemand das Bild anschaut, was denkt er oder was fühlt er dabei oder was soll er fühlen? Und das ist eigentlich total easy und das kannst du dir nicht nur bei den Moody Pictures, sondern das kannst du dir bei allen möglichen Bildern immer zum Vorteil machen, wenn du erstmal so an die Psyche ein bisschen denkst und denkst, okay, was verbindet man denn jetzt da damit? Also wenn ich jetzt überlege, ich habe hier ein Bild, das soll so ein bisschen, ja, düster, moody, stimmungsvoll und so weiter. Passt da zum Beispiel Sättigung? Nö, ne? Also muss ich mit der Sättigung vielleicht ein bisschen rausgehen. Passt da viel Klarheit, ja? Nö, vielleicht mit der Klarheit ein bisschen raus, vielleicht ein bisschen verlaufener, vielleicht ein bisschen weicher alles. Passt da Helligkeit? Nee, nicht unbedingt, ja? Meistens ist es ein bisschen düsterer, also ein bisschen dunkler. Passt da Farbigkeit, ja? Also rot, warme Töne, Gelb und so weiter. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, also wir brauchen eher was Bläuliches, was Grünliches. Und wenn du so rangehst, dann hast du dir die Grundbearbeitung eigentlich schon mal komplett selbst erklärt. Und dann weißt du auch schon, welche Regler du drehen musst. Deswegen habe ich hier schon mal angefangen und habe hier zum Beispiel, ja, die Tiefen ein bisschen hoch für hier unten. Das zählt jetzt nicht dazu. Aber zum Beispiel Weiß, ja. Schau mal, wenn ich Weiß hier reinmache, dann wird es eher so knalliger, brillanter, ja, weil das weißes Leuchten anfängt, will ich in einem Moody Picture auf gar keinen Fall haben. Also Tipp Nummer 1, Weißwerte auf jeden Fall runter reduzieren. Schwarz nehme ich ein bisschen raus, aber nur um das im nächsten Schritt, ganz wichtiger Punkt, hier bei der Gradationskurve so ein bisschen abzumatten. Da habe ich schon mal ein extra Video dazu gemacht. Ich lege die Punkte hier auf die Kurve zurück und nehme mir nur den untersten, die Schwarzwerte. Und schau mal, matte hier dadurch den Schwarzton da unten ganz stark ab, so dass das hier einfach ein bisschen drüber wird in dem Bereich. Und schon hilft es schon mal mehr, das Ganze auch so ein bisschen in dieses Trübe, in diese trübe Richtung zu ziehen. Was braucht man noch? Tipp Nummer 2, Nebel, ja, beziehungsweise so ein bisschen was Verschwommenes. Und den holen wir uns hier oben einfach rein. Ja, wir wollen hier oben nicht viel Klarheit, ja, dass wir die Wolken hier super gut sehen, sondern wir wollen das ein bisschen, ja, so verschwommen, ein bisschen trüb. Und hey, da gehen die Geschmäcker natürlich voll auseinander, verstehe ich auch. Der eine mag es vielleicht so, der andere mag es vielleicht so, aber hier geht es jetzt nicht um Geschmack oder sonst was, hier geht es wirklich um diesen Mut zu erzeugen. Weil ich weiß, viele sagen, ach, wie kannst du jetzt halt hier die Kontraste aus dem Himmel rausnehmen und wie kannst du und ja, aber wir wollen ja diesen Bildlook generieren und dafür ist es auch ganz gut. Also wir ziehen hier auf jeden Fall Dunst ein bisschen mit rein und machen es auch ein bisschen dunkler, ja. Also es darf ruhig da hinten schön trüb matschig werden, so als würde das so eine richtige Suppe vom Ozean reinziehen. Dunkler noch dazu, das macht alles überhaupt nichts und sogar noch ein bisschen hier von diesem Dunst. Ja, das hilft und dann ziehe ich mir gleich nochmal einen hier oben rein und mache hier oben noch ein bisschen dunklere Stimmung, sodass es gleich auch ein bisschen, ja, düster da oben ausschaut. Dann gehe ich ein bisschen weiter hoch, das soll nicht so stark da oben reinkommen, vielleicht auch ein bisschen angeschrägt, dass es in der einen Kante noch mehr ist.
Ah, nee, das gesagt man nicht. So vielleicht. Ne? Also auch dadurch, durch dieses Düstere, diese Blickführung noch ein bisschen konzentrieren. Ich mache das auch von unten, ja. Also auch hier unten soll so ein bisschen die Dunkelheit noch einkehren. Nicht ganz so stark, aber auch das hilft nochmal, um das Ganze hier so ein bisschen ja, mehr in die Moody-Richtung zu drücken. Was auch immer noch sehr viel hilft, Tipp Nummer 3 ist bei den Effekten, und zwar die Vignettierung. Die hilft schon mal, wenn ich hier die Ränder abdunkle, auch nochmal ganz stark zu so einem ja etwas düstereren Look bei. Das ist ein super, na, Moment, ein bisschen mehr noch. So vielleicht. Ich mache die weiche Kante ein bisschen an, dann ist es nicht ganz so stark. So. Ja, ein bisschen wieder zurück, sonst wird es mir oben zu arg. So, aber auf jeden Fall Vignettierung mit rein, das hilft. Und jetzt noch über die Teiltonung so ein bisschen diese Farbigkeit. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen weg von warm, von rot, gelb und so weiter, sondern wir wollen mehr zum Kühlen, zum Blauen, zum Grünen. Und das bringen wir hier über die Teiltonung, nicht über den Weißabgleich. Ja, also Weißabgleich ist nur zum Korrigieren, dass das Bild einmal korrekt belichtet ist und beziehungsweise korrekt im Weißabgleich eingestellt. Und jetzt gehen wir über die Teiltonung und bringen da eben noch die Tonung mit rein. Und da gehe ich auch so ein bisschen so das bläulich-türkises vielleicht hier für die Lichter. Zieht das hier noch mit rein. Jawohl. Und auch in den Tiefen können wir hier gerne noch ein bisschen von diesem Grün-Blau, na, nicht ins Lila, vielleicht so ein Grün-Blau irgendwie hier unten noch mit reingeben. So ganz leicht, ja. Und schon alleine, was die Tonung jetzt nochmal ausmacht, bist du schon nochmal viel mehr in diesem Mood drinnen. In diesen ja trüben. Das muss man jetzt nicht unbedingt, der eine oder andere mag es vielleicht auch so noch, aber das unterstützt dieses düstere Gefühl halt einfach noch viel mehr. So. Und dann würde ich sagen, ist das schon mal sehr gut. Du könntest noch an den, ja, vor allem hier in den Grundeinstellungen noch ein bisschen drehen, sodass du sagst, ich möchte hier die Tiefen vielleicht noch ein bisschen besser sichtbar machen hier vielleicht. Und du kannst auch noch hergehen. Und das ist jetzt eigentlich schon Tipp Nummer 4, aber noch ein ganz wichtiger. Und zwar über den Korrekturpinsel. Hier bestimmte Bereiche noch mehr ja, von dieser Unschärfe, von diesem ja, nebligen, dunstigen Gefühl noch mehr bedecken lassen und andere Bereiche eben davon aussparen. Und das machen wir jetzt halt hier nochmal. Ich gehe hierher, nehme mir so ein bisschen Dunst entfernen, aber auch die Klarheit nehme ich weit zurück. Das setze ich mal zurück. So, und auch die Struktur ein bisschen raus und gehe jetzt halt hier über den Bereich drüber, der definitiv keine Klarheit braucht. Der hier hinten, da wo der Nebel die Sicht so ein bisschen verdeckt, da gehe ich jetzt nochmal drüber. Auch hier unten das Wasser, das darf ruhig ein bisschen weicher werden. Hier hinten sowieso, so, ja, das war ein bisschen zu viel. Da muss ich ein bisschen weniger, vielleicht hier im Fluss ein bisschen raus. So, ganz leicht. Und wenn ich hier irgendwo drüber mal, macht es gar nichts, weil ich gehe jetzt einfach her mit Minus, mache mir hier automatisch Maskieren an und ziehe das quasi alles von diesen Felsen hier vorne wieder ab. Der darf sichtbar bleiben, ja. Den versuche ich jetzt mal von der Maskierung auszunehmen. So, das sollte eigentlich schon reichen. Ich zeige mir das mal kurz hier unten an. Jawohl, das passt auch. Hier hinten kann ich noch ein bisschen reinmalen. So vielleicht. Dann ziehe ich es hier wieder ab vom Felsen. Alles gut. Das passt. Und jetzt kann ich hier noch ein bisschen an den Einstellungen drehen, ob ich es jetzt an der Klarheit vielleicht nicht ganz so viel, aber ob ich vielleicht noch ein bisschen so Dunst damit reinbringen möchte. Es wird ein bisschen blau, das macht nichts. Dann gehen wir hier leicht die Wärme wieder dazu. Hier muss ich nochmal drüber malen, ja, sonst ist die Kante hier so stark zu sehen. So vielleicht. Aber dann hilft das auch nochmal ganz stark, um eben ja zu simulieren, da simulieren. Oh Gott, was ist denn das für ein Wort? Oh Gott, ich krieg's nicht hin. Doch simulisieren? Ah, das hört sich ganz, jetzt habe ich so oft gesagt, das hört sich ganz komisch an. Sag mal. Okay, das vergesst es einfach. Ihr wisst, was ich meine. Um Gottes Willen. Wird aber auch höchste Zeit jetzt eigentlich fertig zu machen. Wir sind auch relativ durch. Ich zeige dir mal kurz, was jetzt in diesen, ja, paar Sekunden eigentlich schon vorher, nachher mäßig da stattgefunden hat. Zurück, so kam es aus der Kamera und dann Command Z einmal, so ist es jetzt. Vielleicht ist das noch ein bisschen zu stark mit dem Pinsel, aber das kann ich jederzeit natürlich auch wieder zurückdrehen. Hier vielleicht noch ein Tipp für alle, die jetzt dran geblieben sind. Ja? Also dranbleiben lohnt sich eigentlich immer.
Einen habe ich noch, ja. Pass auf, wenn du jetzt nämlich sagst, so, wie kann ich jetzt das im Gesamten einfach ein bisschen, weniger machen? Und ich habe doch hier so viele Einstellungen, ja. Ich habe hier die Struktur, Klarheit, Dunst. Ich will jetzt nicht jeden Regler so prozentual, das kriege ich ja gar nicht hin, das gleichmäßig zurückzuschieben. Pass auf, Tipp, den bin ich mir hundertprozentig sicher, ganz viele noch nicht kannten. Geh her und stell hier oben einfach das Ganze einmal um über diesen Pfeil, klapp's ein und jetzt kannst du von dem kompletten Pinsel einfach den Betrag verändern, entweder mehr machen oder weniger machen und diese ganzen Werte werden sich entsprechend prozentual anpassen. Geil, oder? Das hat jetzt, glaube ich, einen fetten Kommentar unten verdient, ja? Also entweder schreibst du jetzt rein, ey Christoph, kannte ich schon längst, ja? Dann kann ich das auch einschätzen oder sagst, ey, geil, hat sich gelohnt, bis zum Ende dran zu bleiben. Freut mich auf jeden Fall, wenn dir das Ganze was gebracht hat. Lass auch gerne mal einen Kommentar da, ob du sagst, ja, dieses Moody quält mal gar nicht, finde ich ganz schrecklich. Ich stehe eher so auf die geilen Sonnenuntergänge, knalliges Zeug und so weiter. Oder wenn du sagst, hey, das ist voll mein Thema, gerne mehr dazu. Gerne mal in die Kommentare packen, würde mich echt interessieren. Ich war zum Beispiel ganz lange kein Fan davon. Ich bin erst so in den letzten Jahren wirklich so ein Fan von diesen stimmungsvollen Aufnahmen geworden. Ich war früher immer so der, ja, der Kitsch-Christoph, habe ich immer gesagt. Viel Sonnenuntergang, bunt und hat mir mega gut gefallen, gefällt mir auch immer noch. Aber das hat jetzt eben für mich auch einen ganz besonderen Wert, irgendwie solche Aufnahmen zu machen, finde ich mega cool. Und würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. So. Das war's. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du so ein Moody Picture mal bearbeitest und vielleicht einen dieser Tipps befolgst, dann nutz doch gern den gefällt mir Hashtag auf Instagram. Dann kann ich das nämlich auch sehen oder verlinke mich in der Story oder irgendwas. Dann schaue ich mir das gerne mal an, schau da drüber und lass dir natürlich auch ein Like und einen Kommentar da. So, das war's von mir. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Mittwoch beim Wochenvideo und nächsten Sonntag beim nächsten Tutorial. Ciao, ciao. Ja, wenn dir das Ganze getaugt hat, dann verlinke ich dir hier gerne nochmal zwei weitere Videos. Mal im Gegensatz dazu, was mit Sonne, ja, wie du so eine künstliche Sonne einbaust. Und hier dann passend zur Sonne noch was, wie du Flares, ja, richtige Sonnenflares auch mittlerweile in Lightroom erzeugen kannst. Mega cool. Viel Spaß.